Okay, Herr Faschingeder, schön, dass wir uns treffen heute Nachmittag. Ja, danke schön für die Einladung. Ich freue mich auch. Ich habe es Ihnen vorhin gesagt, unsere Studierenden werden diese Aufzeichnung als Vorbereitung, als Einstimmung sich anschauen. Aber bevor wir da jetzt loslegen, möchte ich gerne wissen, ja, wer ist Paulo Freire überhaupt? Ja, wer ist Paulo Freire? Ich hab ihn mitgebracht. Er ist ja auch hinter mir zu sehen auf unserem Roll-Up. Aber hier, das ist eine handgestrickte Figur aus Bolivien, die mir eine Ex-Mitarbeiterin machen hat lassen, wie sie dann im Anschluss an ihre Mitarbeit bei uns im Paulo Freire-Zentrum in Bolivien einen freiwilligen Einsatz gemacht hat. Er ist in ganz Lateinamerika recht bekannt. Er hat da schon seine Brillen verloren, weil eigentlich... wenn man so möchte. Ja, das ist das Bild, das auch hinter mir ist. Ein Intellektueller, Brillenträger sind oft Intellektuelle, leider nicht immer. Ein Lateinamerikaner, ein Brasilianer, der zwischen 1921 und 1997 gelebt hat. Er hatte seinen 100. Geburtstag am 21. September, jetzt vor kurzem. Und gab auch sehr viele Aktivitäten rund um das dieses Jubiläum, um sozusagen zu überlegen, wer war Freire? Also genau diese Frage auch zu beantworten. Und was bedeutet sein Denken eigentlich für heute? Er ist Pädagoge und hat Bekanntheit erlangt durch sein Hauptwerk, die Pädagogik der Unterdrückten. Also das ist sozusagen, das framed in das Pädagoge, aber eigentlich ist er eben nicht Pädagoge, sondern er ist alles Mögliche und alles Mögliche auch nicht, also was die Rezeption manchmal schwierig macht. Er ist Philosoph, also ist eine sehr philosophische Pädagogik oder pädagogische Philosophie. Er ist aber auch eigentlich ein Soziologe oder Sozialwissenschaftler, wenn man möchte, und entwickelt eine Methode oder Methodologie, die durchaus in der kritischen Sozialforschung auch verwendet werden kann, in der aktivierenden Sozialforschung, also dem, was auch in der Nähe der sozialen Arbeit auch ist. Er hat eigentlich Jus studiert, also ist eigentlich ursprünglich Jurist, hat das auch absolviert und hat als solcher kurz gearbeitet, aber dann bald bemerkt, das Recht, das herrschende Recht ist das Recht der Herrschende, wie es klassischerweise im kritischen Marxismus heißt, und sich dann abgewandt, um sozusagen nicht, weil er sich entschieden hat, weil ein wesentlicher Punkt in seiner Pädagogik der Unterdrückten und generell in seinem Lebenswerk ist immer dieses, man muss sich entscheiden, man muss Position beziehen. Erziehung ist niemals neutral, Pädagogik ist nicht neutral. Ja, er ist, was ist er noch? Er ist halt immer wieder zwischen den Stühlen. Es ist auch schwer, dann ihn einzuordnen. Weil er kein Methodiker ist. Also es gibt zwar eine Alphabetisierungsmethode, die er entwickelt hat, aber er hat immer wieder betont, nein, eigentlich die Methode ist ja austauschbar. Es geht um das Ziel, es geht um die Absicht, es geht um die Reflexion, es geht um eine Praxis, die Aktion und Reflexion verbindet. Es geht nicht so sehr um eine Methodik, wird aber oft sozusagen, wird er gerne darauf reduziert. Ja, er ist eine schillernde Figur. Er musste, also er hat nach dem Jus-Studium dann gearbeitet für im Rahmen der sozialen Arbeit der Industriearbeiterinnen hat er die ersten Alphabetisierungsprogramme entwickelt, die sehr erfolgreich waren, sodass auch die Regierung auf ihn aufmerksam wurde und der damalige brasilianische Präsident João Goulart, der eher sozusagen populistisch orientiert war, leicht linkspopulistisch, wenn man möchte, wollte gern auf nationaler Ebene so ein Alphabetisierungsprogramm. Und das war den Herrschenden ziemlich ein Dorn im Auge, weil man muss wissen, also vor 1964, vor dem Putsch der Militärs, der dann folgte, waren Analphabeten vom Wahlrecht ausgeschlossen in Brasilien. Und mit Alphabetisierung heißt das natürlich, dass viele Leute nun zur Urne gehen können. Man muss sich vorstellen, was wäre in Österreich, wenn plötzlich alle Migranten, Migrantinnen in Österreich und in der Schweiz plötzlich wählen dürften. Nicht? Wir haben in Österreich eine Wohnbevölkerung, die also um 1 Million in etwa höher ist als die Staatsbürgerschaft, ne, im Land. Und das ist ja in der Schweiz ja auch erheblich, die Differenz. Also sozusagen das Volk wählt ja nicht mehr die Regierungen bei uns, weil wir das Wahlrecht ja selektiv vergeben haben und an hohe Bedingungen knüpfen. Das war auch in Brasilien eben, was diese Dimension betrifft, der Fall. Er musste ins Exil gehen, also 1964 nach dem Putsch wurde er verhaftet, verhört, gefoltert, konnte aber ins Exil gehen, war zunächst in Bolivien, dann in Chile, wo ja Allende regiert hat.
in diesen Jahren und auch schon vorher sozusagen eine populistische, progressive Regierung tätig war. Da hat er sozusagen mitgearbeitet an Alphabetisierungsprogrammen und vor allem er hatte Zeit, die Pädagogik der Unterdrückten zu schreiben. Also das ist dieses Buch hier, das ist quasi der Klassiker. Er war ein Jahr dann in Harvard, weil ja dann bekanntlich Allende geputscht wurde und ist dann in die Schweiz gegangen. Also quasi auch ein Kompatriote war er nicht, weil er nicht Schweizer wurde. Er hat in Genf gelebt, einer von diesen internationalen Mitarbeitenden, nicht? Also in dem Fall beim Ökumenischen Weltrat der Kirchen für Bildung zuständig und hat in dieser Phase sehr viel mit dem lusophonen Afrika, also mit dem portugiesischsprachigen Afrika gearbeitet, also Alphabetisierungsprogramme in Guinea-Bissau vor allem. Das war so ein Schwerpunkt, aber auch in einigen anderen portugiesischsprachigen Ländern beraten, mitkonzipiert und da seinen Horizont erweitert. Er war aber wahnsinnig viel unterwegs, also vielleicht ist er deshalb in der Schweiz nicht so aufgefallen, weil also Texte, die ich lese, da hält er dann Vorträge in Indien und in Nordamerika, in europäischen Ländern, verschiedensten, also in Deutschland hatte er dann einige Kontakte, wo dann auch Initiativen entstanden sind und er intensiv rezipiert wurde. Und er konnte dann 1980 zurück nach Brasilien gehen. Die Militärdiktatur hatte erst 86 oder 88, ist eigentlich die neue Verfassung, die demokratische, verabschiedet worden. Das heißt, er konnte schon einige Zeit vorher in der Phase der Redemokratisierung nach Brasilien gehen, war Mitbegründer der PT, des Partido dos Trabalhadores, der Arbeiterpartei in Brasilien, das ist die Partei, die dann später Lula zum Präsidenten gemacht hat. Und ist als ein PT-Politiker Bürgermeisterin wurde von Sao Paulo, Lucia Erundina, ist er Stadtrat für Bildung geworden. Also da war er sozusagen auch politisch, gestalterisch tätig, hat sich, also er ist kein Schulfeind in dem Sinn, wie man vielleicht Ivan Illich manchmal verstehen kann, sozusagen ein anderer Lateinamerikaner, der für Bildung wichtig ist. Aber eine sehr fordernde Vorstellung an die Schule herangetragen, die versucht hat zu realisieren unter schwierigen Bedingungen. Und ja, die letzten Jahre war er dann vor allem Hochschulprofessor, ist 1997 dann gestorben. Das letzte Werk, das er geschrieben hat, war die Pädagogik der Autonomie. Ich schaue immer rüber, weil ich habe da einen Bücherstapel neben mir liegen. Genau. Das ist nämlich auch auf Deutsch erschienen im Wachsmann Verlag. Das kann man auch noch lesen. Ja, das ist keine Antwort auf die Frage, wer Paulo Freire war. Vor allem, weil Freire immer sagt, es geht nicht darum, mich zu reproduzieren oder mich da irgendwie zu huldigen. Also er war selber extrem, also er hätte unser Roll-up ziemlich kritisiert. Er war sehr kritisch gegenüber so Idolatrie und dieser Repräsentationskultur. Also marketingtechnisch nicht sehr up-to-date, also nicht das gemacht, was man heute allen empfiehlt. Sondern immer davon gesprochen, man muss ihn neu erfinden. Nicht? Also eigentlich wäre eine richtigere Antwort gewesen, Paulo Freire ist eine Frage, ein Beginn zum Nachdenken, was ist eigentlich Bildung, was ist Erziehung, was ist wichtig unter den herrschenden Verhältnissen, um Herrschaftsformen zu verändern, was ist wichtig für eine kritische soziale Arbeit, wie kann ich die neu erfinden, welche Rolle kann da Bewusstseinsbildung, Emanzipation spielen. Also es geht viel ums Fragen aufwerfen. Nicht? Insofern ist er ja eben vielleicht kein Pädagoge, kein Philosoph, sondern ein Fragender. Er ist Wanderprediger des Offensichtlichen. Das ist vielleicht noch eine sehr schöne Beschreibung. So nennt er sich in einem Text und auf das kommt er immer wieder zurück. Ich bin Wanderprediger des Offensichtlichen, womit er eigentlich sagt, also Leute, das, was ich sage, ist nichts Besonderes. Es liegt auf der Hand, ihr wisst es auch. Es ist offensichtlich, es gibt Ungerechtigkeit und Ungleichheit und dagegen müssen wir was tun. Davon ist er Wanderprediger. Habe ich dir eine Frage beantwortet? Ja, ja. Ich hätte eine weitere. Ich hätte eine kleine weitere. Paulo Freire, vor 50, als ich angefangen habe zu studieren, in den Ende 70er Jahren, haben wir ihn gelesen. Ich stelle heute fest, bei uns in der Schweiz an den Hochschulen für soziale Arbeit. Ich weiß nicht, ob er Thema ist. Ich war damals total begeistert. Wir haben in verschiedenen Projektarbeiten haben wir eigentlich diesen Ansatz von Paulo Freire noch ziemlich als theoretischer Hintergrund. Ist Paulo Freire heute, Sie haben vorhin gesagt, soziale Ungerechtigkeit, Ungleichheit,
ist natürlich heute immer noch ein Thema. Aus diesem Grund ist Paulo Freire und seine Ansichten heute noch selbstverständlich ein Thema. Aber Sie sind Geschäftsführer vom Zentrum. Was machen Sie eigentlich dort? Wie können Sie dieses Gedankengut propagieren? Ja, also eine der wichtigsten Aufgaben des Paulo Freire Zentrums in Österreich ist, die Erinnerung an Freire wachzuhalten. Das war sozusagen eine Gründungsintention. Wir sind aber ausgegangen in unserer Genese von einem sehr konkreten Großprojekt, die österreichische Entwicklungstagung. Das sind Tagungen alle 2 und dann alle 3 Jahre, wo die entwicklungspolitischen Organisationen Österreichs sich treffen und austauschen über aktuelle Fragen. Und eigentlich hat sich dann bald aufgedrängt, Paulo Freire als Hintergrundfolie für diese Reflexionen zu nehmen. Ne? Also diese Matrix, die Frage aufwirft nach Herrschaftsverhältnissen, nach Ungleichheit, nach Lernräumen und nach dem Dialog, dialogischen Lernen, das hat sich wirklich angeboten auch für Tagungsgestaltung. Also gewissermaßen ist meine Antwort auf 2 Ebenen. Nicht? Also einerseits versuchen wir aktiv an Freire zu erinnern, indem wir also eine Website haben, wo wir informieren über ihn. Ich kann die kurz zeigen. Nicht? Das ist, wenn ich das kurz freigeben darf, nicht? Also unser Magazin, das wir da online haben, wo Artikel erscheinen. Und wir eine Reihe von Medien auch zur Verfügung stellen. Also wir haben auch zu Paulo Freire da einiges, zu Biografie, Bibliografie, Buchbesprechungen. Also wenn man sich das anschaut, wo das dann alles aufgelistet ist. Und Medien, jetzt werden also Podcasts auch erscheinen. Wir haben den ersten heute online gestellt. Ich bin sehr stolz. Ja, das ist so das eine mit Veranstaltungen. Gerade natürlich im Hintergrund von 100 Jahre Freire, ne, das hatten wir also jetzt dieses Jubiläum, da gab es also eine Reihe von Veranstaltungen in Salzburg, eine Tagung, da ist das alles ein bisschen expliziter geworden, was wir Freire zu verdanken haben. Und zum anderen ist aber mein Anspruch, freirianisch zu arbeiten. Und das muss gar nicht, aus meiner Sicht ist es nicht wichtig, dass das erkannt wird als, ah ja, das ist Paulo Freire, nicht? Sondern es geht um dialogorientiertes Arbeiten. Und dialogorientiertes Arbeiten heißt respektvoll, wertschätzend, um ein Bemühen, auf Augenhöhe zu arbeiten. Und ein Nachdenken, das Aktion und Reflexion verbindet. Nicht? Also das nicht ausschließlich reflexiv, also akademisch-wissenschaftlich sein soll, aber auch nicht ausschließlich aktivistisch, sondern das verbindet. Auch wenn ich anerkenne oder davon ausgehe, dass universitär-akademische Tätigkeit gerne, also das ist halt die Form der Aktion, die Akademiker halt machen, publizieren und Lehrveranstaltungen machen, aber auch die verdienen Reflexion, nicht? Also wenn Wissenschaftler nachdenken über das Publikationswesen, die Ranking-Strategie von wissenschaftlichen Journals oder die Evaluierungsstrategien von Lehrveranstaltungen oder die politischen Strategien von Hochschulleitungen. Also das ist dann sozusagen die reflexive Ebene zu dieser Praxis dort. Und in dem Dialogen immer auch die Frage nach Macht zu stellen, nach Macht und Herrschaft. Ja. Das ist eine unangenehme Frage, mit der man sich in Wahrheit ja nicht beliebt macht. Also immer nur bei denen, die quasi unten sind. Nicht? Also man kann zum Beispiel sehr gut mit Mitarbeiterinnen entwicklungspolitischer Organisationen darüber reflektieren, wie schwierig es ist, mit den Machtverhältnissen der Förderstrukturen umzugehen. Weit schwieriger ist es, mit ihnen darüber zu reden, was denn ihre Macht bedeutet im Hinblick auf die sogenannten Beneficiaries, also sozusagen, das ist wie in der sozialen Arbeit, nicht? Ich kann darüber reden, wie sehr ich mich unterdrückt fühle durch Fürsorgeämter oder soziale Strukturen staatlicherseits oder vom Kanton. Aber sozusagen, wie ich als Sozialarbeiter, Sozialarbeiterin selber Macht ausübe auf meine Klienten, auf die Leute, mit denen ich da zu tun habe, Jugendliche, was auch immer, das ist natürlich schwieriger. Ja, weil man, und das ist aber der interessante, spannende Punkt, weil man ja damit auch sich selber in Frage stellt. Also nicht nur nach oben, sondern auch immer an sich selber. Es geht ja sehr viel auch um eine Selbstreflexion, um eine Selbsterkenntnis. Paulo Freire spricht von einer Konversion, also einer Konvertierung, teilweise eine religiös inspirierte Sprache, nicht? Also sozusagen diese Dichotomie der Unterdrücker und der Unterdrückten ist leitend und heißt immer zu schauen, also inwiefern bin ich selbst unterdrückt, aber wo bin ich auch Unterdrücker? Ja? Also der Unterdrücker behaust, der Unterdrückte behaust den Unterdrücker.
Und wir tragen alle beides in sich. Also Freires Intention damit war nicht, die Menschheit in zwei Klassen zu teilen, sondern dialektisch zu denken, also das als zusammenhängend auch zu verstehen und da eine Selbsterkenntnis zu provozieren. Das hat alles das Ziel, den Leuten, den Organisationen, mit denen wir arbeiten, zu ermöglichen, ihre Arbeit besser zu machen, reflektierter, vielleicht wieder fokussierter auf die ursprünglichen Ziele. Was wollte man eigentlich? Die meisten Organisationen hatten ja ganz tolle Ziele und eine sehr bürokratische Praxis und Gegenwart, nicht? Also das fällt ja oft sehr auseinander, frustriert die Mitarbeiter, die Älteren resignieren oder kommentieren es vielleicht zynisch, wenn sie noch Ambitionen haben auf Emanzipation, und die Jüngeren haben entweder von vornherein keine, ist vielleicht sogar gesünder, und die anderen, die sozusagen sich gedacht haben, ich bin jung, ich möchte ein bisschen auch was Neues einbringen, die frustrieren sich mitunter da drinnen, nicht? Wenn dann die Erkenntnis ist, hey, ich muss da ständig irgendwelche Formblätter ausfüllen, ich muss Case Management betreiben, ich muss alles sehr genau dokumentieren, ich habe gar keine Zeit, mit den Klienten genauer zu reden, ich muss Qualitätskriterien entsprechen und einen gewissen Workflow, einen Output haben und gehe dabei zugrunde, oder meine Klienten tut es eigentlich nicht gut und das ist nicht das, was ich wollte. Ne? Das geht ja immer um diese Widersprüche, die zum Thema zu machen, in einen Dialog zu bringen. Wenn ich Texte lese von Freire, er spricht, Sie haben es vorhin auch angetönt, Aktion als Reflexion. Damit meinen Sie, also genau, dort, wo ich arbeite, in diesen Tätigkeitsfeldern quasi immer dieses Nachfragen, oder? Dieses Nachfragen, ob ich da vielleicht eben Ungleichheit fördere oder. Ja. Oder ja. Ich blende da was ein. Es ist eine hübsche Grafik, die ich mal im Internet gefunden habe, ist sozusagen Aktion und Reflexion in einen Zyklus zu bringen mit dem Dialog. Nicht? Also mir auch immer wieder diese Fragen zu stellen, also ja, das zu versuchen zu verstehen, was ich da eigentlich mache und wie ich es mache. Genau. Ja. Zwei ganz zentrale Begriffe, Aktion und Reflexion. Ja, und dann gibt es noch einen anderen Begriff, den ich total spannend finde, das Bankierkonzept. Bankierkonzept, ja. Könntest du dich dazu was sagen noch? Ja, das sehr auch gerne. Ja. Ich könnte es zum Beispiel jetzt mit einer Cartoon-Serie aus einem Buch von Paulo Freire, ein deutschsprachiges Buch, das heißt Der Lehrer ist Politiker und Künstler. Und da hat Claudius Jackon einige Zeichnungen beigesteuert, das ist eigentlich noch gar keiner davon, geht er gleich weiter. Das erklärt das Bankierskonzept vielleicht sehr gut. Also sozusagen, wie kommen die Menschen eigentlich auf die Welt, nämlich so als Masse-Mensch, man fällt da ins Leere, man wird gleich geschnappt und kaum ist man geboren, geht es dann darum, dass man sozusagen registriert wird. Ja? Man hat eine soziale Pyramide, wo unten mehr Leute sind als oben. Damit nicht genug. Es gibt Institutionen, um die Menschen an ein Herrschaftsmodell anzupassen und sie zu Trägern des Systems zu machen. Ich habe da sozusagen in diesem Buch, da gibt es so Untertitel, die ich jetzt da teilweise vorlese, nur zur Erklärung. Ne? Und das ist also Bankierskonzept, was dargestellt wird. Es geht gleich weiter mit Karikaturen, aber vielleicht nur als eine Folie, wo das auch erklärt wird. Bankierskonzept versucht, Erziehung als einen Akt der Spareinlage zu verstehen. Das ist einfach die gängige Praxis und sozusagen der Mainstream. Der Lehrer geht davon aus, oder die Lehrerin, die Kinder wissen nichts und ich lege etwas in ihre Köpfe ein. Die eigentlichen Investitionslogik liegt jetzt nicht so sehr auf der Ebene der Lehrkraft gegenüber den Schülern, nicht? Weil der hat ja eigentlich keine Dividende davon direkt, außer dass er ein Gehalt bezieht, sondern des Systems, nicht? Also sozusagen die Gesellschaft als solche, das Bildungsministerium als konkretes Organisationseinheit, die schulrelevanten Verwaltungseinheiten, die sorgen dafür, für den wirtschaftlichen Standort, die Schweiz, Österreich im Hinblick auf globale Standortwettbewerbe, dass man die richtigen Dinge einfüttert in die Kinder. Ne? Inhalte, die von der Wirklichkeit losgelöst sind, ohne Verbindung zu einem größeren Ganzen. Ja. Und das schaut dann eben so aus, ne? Der Lehrer, die Lehrerin ist selber Marionette. Diese Bücher waren leider in den 70ern alle nicht sonderlich gegendert, um nicht zu sagen gar nicht. Ne? Und da über den Schüler findet sich so eine Ebene des Konsens und dahinter steckt quasi eigentlich die Logik der Repression, wenn man möchte. Ne?
dahinter steckt diese Logik, dass es eine Spaltung zwischen Mensch und Welt ist. Der Mensch ist nur in der Welt, aber nicht mit der Welt oder mit anderen. Er ist Zuschauer, nicht Neuschöpfer. Da klingt schon ein bisschen an, was dann die Alternative und der Ausweg wäre, nämlich statt Zuschauer selber Neuschöpfer zu werden. Und dahinter steckt sozusagen die Idee, ich kann ein Bewusstsein einlagern, nicht? Ein leerer Sinn, der den Empfang von Einlagen in Wirklichkeit aus der Außenwelt passiv offen steht. Also wer ernsthaft mit Kindern in Schulen, Kindergärten gearbeitet hat oder mit Studierenden auf der Uni, weiß, dass das ja zum Glück so nicht stimmt. Aber wenn ich das lese, was meine Universität mir teilweise nahelegt an universitärer Didaktik oder auch die Lehrpläne, dann würde ich sagen, das ist schon die Annahme, nicht? Dass ich dort was abfülle und nachher ein gewisses Produkt rauskomme, nicht? Kompetenzen da sind. Ja, die Schule ist ein Rädchen im Getriebe, die Logik ist oft nicht erkennbar, hier der Dollar. Wenn es jetzt als emanzipatorische Pädagogik darum geht, Position zu beziehen, gilt es eben festzuhalten, dass Erziehung nicht neutral sein kann. Sie ist ein Instrument zur Befreiung des Menschen oder ein Instrument der Domestizierung, schwieriges Wort, seiner Abrichtung für die Unterdrückung. Also das ist Bankiers Konzept, dieses Abfüllen mit Wissen, dieses Füttern, ja, mit Dingen, die so quasi der Lebenswelt fremd sind, dieses Friss oder Stirb, nicht? Also ein schönes Zitat, unter die Käseglocke gestellt sein. Das sind die Dinge, die sozusagen kritisiert werden in diesem Konzept, und dagegen stellt sich dann die Pädagogik der Befreiung, das habe ich vorher schon gezeigt. Also Bankiers Konzept ist, glaube ich, uns heute fast wieder vertrauter als vor 10, 20 Jahren. Also mit den PISA-Studien und den Debatten über Standardwettbewerb und die Rolle von Bildung im globalen Standardwettbewerb ist es wieder viel greifbarer geworden, nicht? Und wir haben das ECTS-System mit Bologna eingeführt im europäischen Hochschulraum auf undemokratische Art und Weise. Das ist ja, in der Schweiz ist das vielleicht ein bisschen bewusster, aber in Österreich weiß das kaum jemand. Das ist ja keine EU-Vereinbarung, die sozusagen diese minimaldemokratische Logik der EU Regulatorien hat, sondern das ist ja auf einer Ministerebene durchgepusht worden, nicht? Um sozusagen Interessen zu bedienen, die man niemals auf demokratische Art und Weise durchsetzen könnte. Und Bologna-System heißt, Bildung ist transformierbar in ECTS-Punkte. Da haben wir natürlich das Bankierskonzept sozusagen auf der Hand liegen. Das ist, bin ich jetzt auch Prediger des Offensichtlichen. Und die ganze Problematik davon, weil wir wissen alle, eigentlich ist eine Lehrveranstaltung mit einer anderen nicht vergleichbar, auch wenn sie die gleiche Menge an ECTS-Punkten bringt. Und vielleicht haben sich auch bei Ihnen schon Studierende beschwert. Bei mir glückt das manchmal, dass ich diese Beschwerde bekomme. Ich fühle mich dann immer geehrt, dass ich weniger ECTS-Punkte vergebe, aber mehr verlange, oder dass der Workload zu hoch ist. Und ich denke, ah super, du hast das gelernt bei mir, du durftest dich anstrengen und engagieren. Und ich entspreche nicht dieser Logik, nicht? Also wie in einem Geschäft. Ja, das ist das Bankierskonzept. Das ist ein Problem natürlich. Und wir versuchen in dieser Studienwoche eben auch etwas entgegenzuwirken. Es ist eine freiwillige Angelegenheit. Die Studierenden wählen das. Wir haben im Februar Semesterferien. Und das ist auch das Schöne, dass immer so viele Studierende sich für diese Themen interessieren. Ich hätte da noch eine kleine Anschlussfrage. Wenn man sieht, wie viele Menschen in prekären Situationen leben, also dort war ja auch Paulo Freire tätig in den Favelas der brasilianischen Großstädten. Ich meine, Kriminalität, Hunger, Gewalt gehört zum Alltag. Und wie kann man, was braucht es überhaupt, damit man in solchen schwierigen Ausgangslagen, dass so ein Typ wie Paulo Freire sagt, komm, wir suchen einen Dialog, wir reden zusammen, wir versuchen Bewusstseinsprozesse einzuleiten. Das tönt ja irgendwie fast naiv und sagt, ja, aber Gott, Fertelli, zuerst kommt das Fressen, dann die Moral. Das ist keine Frage, die mir ein Professor einer Hochschule für soziale Arbeit stellen kann. Weil der unterrichtet das. Dass es nicht so ist. Erster Rat ist, nicht so viele Actionfilme anschauen über Gangster, nicht? Also, oder man darf das schon anschauen, aber das ist schon eine Ideologie, diese Vorstellung, die Bösen sind böse, weil sie böse sind und sind per se unideologisch, nicht? Also
Es geht schon um die Humanisierung der Zusammenhänge. Und wer jeweils in der Gefängnissozialarbeit tätig war, weiß, dass auch Verbrecher Menschen sind. Und dass es, also Verbrecher, verurteilte Personen, ja, Menschen sind mit ihrer Lebensgeschichte, die sie dorthin geführt hat. Und Dialog zu führen, in meiner Erfahrung, ist mit Leuten, die wohl situiert sind, oft schwieriger als mit Menschen in prekären Lagen. Also vielleicht täuscht mich mein Milieu, aber sozusagen, wenn man in einer Logik der Konkurrenz ist, wo sozusagen jeder so seine Ressourcen hat, auf die achtet, keiner verlieren möchte, so zwischen NGOs, sind dialogische Momente eher rar. Also vor allem in Corona-Zeiten, wo man dann eben keine informellen Räume hat, wo man mal so mal offen redet und sagt, ja, bei uns der Chef ist eigentlich auch ein arger Kerl. Und eigentlich wünsche ich mir einen ganz anderen Inhalt. Und das wäre doch einmal wichtig. Ne? Man hat ja eigentlich nur mehr offizielle Kommunikationen und Sitzungen fast mit Corona. Während, also ich habe sehr lang mit einer Roma-Community oder verschiedenen Roma-Netzwerken in Wien zusammengearbeitet, also über einen Roma-Mann und eine Sozialarbeiterin, eine pensionierte Sozialarbeiterin, die vom alten Schlag war, nicht? Also die hat das gemacht, was die Gemeinde Wien eigentlich nicht mehr wollte. Also die hat sehr gelitten unter diesem Case-Management-Ansatz, zu dem sie verpflichtet wurde. Und sie war aber, sie hat eine Einrichtung geleitet und sie hat gesagt, ich habe das Standing, dass ich das kann und in 5 Jahren bin ich eh weg. Also es war dann auch so, wir haben sie begleitet bis zu ihrer Pensionierung und nachher noch ein sehr herzliches Verhältnis. Und die hat ganz viel Dialog geführt mit Leuten. Also jetzt, ich meine, ich bin ja selber eine gespaltene Psyche, wenn ich jetzt in bestimmten Gegenden in Wien unterwegs bin, es ist schon beleuchtet und ich sehe die auf der gegenüberliegenden Straßenseite, ja, dann kommen bei mir auch diese Emotionen der Angst und Beklemmung und wollen die was von mir und reden laut, verstehe sie nicht. Ne? Aber in Kontakt kommen, in Austausch treten, gemeinsam feiern, ja, in Familienverhältnisse Einblicke bekommen, das ist dann schon ein Privileg auch und das ist möglich und das geht natürlich in Favelas genauso. Also ich habe auch Favelas besucht, wie ich in Brasilien war. Also es ist kein Ort zum Leben für jemanden wie mich, ja? Aber es war ganz toll, was man mir gezeigt hat und was ich gehört habe und die Regeln sind natürlich anders und Angst spielt eine wichtige Rolle und Menschen sind traumatisiert, aber sie sind Menschen. Und sie haben auch ihre Rechte und viele davon denken durchaus sehr politisch. Und gar nicht wenige initiieren Programme der Selbstermächtigung. Gar nicht wenige machen Sachen, wo sie sagen, wir nehmen kein Geld von außen. Wir wollen es nicht von einer NGO, wir wollen es nicht vom Staat finanziert haben. Wir machen eine Selbstorganisation. Andere können damit umgehen mit Geldern von außen. Und das sind natürlich die Prozesse der Ermächtigung, der Selbstermächtigung, die Paulo Freire intendiert hat. Und bei Freire läuft es oft über Alphabetisierung, aber es gibt natürlich viele andere Zusammenhänge. Forum Theater, also sozusagen etwas darstellen, Geschichten erzählen, Geschichten einfangen, ist ja auch eine sehr beliebte Methode, die Augusto Boal ja nicht zuletzt in diesen Kontexten entwickelt hat und die global durchaus Verwendung findet. Nicht? Also einer seiner Schüler, da haben wir in Indien ein Projekt mitverfolgt und in einer Publikation uns beteiligt. Er hat da mit vielen Dalits, also Kastenlosen in indischen Dörfern gearbeitet, die nicht gewohnt sind, in der Öffentlichkeit ihre soziale Situation zu benennen und vor allem Frauen. Nicht? Und das aber in theatralischer Form durchaus mal möglich war, ein Dialog begonnen hat. Ja. Bei uns, ja, ja, das ist schon gut. Ja, ja. Ich möchte noch auf eine Situation, ich habe mich vorhin so ausgedrückt, dass ich eigentlich erstaunt bin, wie wenig Paulo Freire rezipiert wird heute, oder? Ja, so. Unser Institut arbeitet seit vielen Jahren übrigens auch mit Roma-Communities in Albanien und in Kosovo. Das wird auch ein Teil dieser Studienwoche werden, wo wir erzählen, wie wir mit diesen Communities gearbeitet haben und in anderen Ländern weiterarbeiten. Wir sind in 5, 6 Ländern in Afrika, in Südamerika auch unterwegs. Und ich bin eigentlich erstaunt, wie wenig dieser Ansatz von Empowerment, dieser Ansatz von quasi die Kraft im Wissen, dass Bewusstseinsprozesse der Motor sind, oder? Und da kriegt man den Stolz zurück, da kriegt man Energie und zusammen kann man diese prekären Situationen
autonom anpacken und schon kleinere Geschichten verbessern meine Lebensqualität, die Nachbarschaft, die Kinder und so weiter. Es braucht eigentlich nicht wahnsinnig viel. Und trotzdem bin ich erstaunt jetzt im Kontext von Albanien, dass zum Beispiel Paulo Freire unbekannt ist. Total niemand. Und ich hatte mit Professorinnen zu tun, ich hatte mit ausgebildeten Sozialarbeiter, Arbeiterinnen zu tun. Wenn ich das zitierte, wenn ich sagte, kennt ihr das, oder? Keine Ahnung. In der Westschweiz, in der Frankophonie, aucune idée. Ich bin doch wahnsinnig erstaunt. Es gibt zwei gute Gründe, sich nicht für Paulo Freire zu interessieren. Der erste ist, er ist Christ, und der zweite ist, er ist Marxist. Und der dritte ist, wie kann diese Kombination funktionieren? Also wir dürfen die Energie der, wie kann man sagen, der Gegenreformation nach 1990 nicht unterschätzen. Also Paulo Freire ist rezipiert worden in den 70er, 80er Jahren. Also da sind diese Bücher erschienen von ihm. Ich kann das da kurz zeigen. Das öffnet sich jetzt gerade nicht. Das ist, also die jetzt auch noch fassbar sind. Na, wo ist das? Da muss das sein. Ah nein, schluckt viel. Entschuldigung. Das kommt nicht. Das will ich. Die sind vergriffen. So, jetzt habe ich es. Danke. Diese drei Bücher, das sind so die Klassiker. Ne? Erziehung als Praxis der Freiheit, das ist sein erstes Buch, Pädagogik der Unterdrückten. Und der Lehrer ist Politiker und Künstler, ist eine Sammlung verschiedener Texten. Man sieht da eh unten, wann das erschienen ist, in den 70er Jahren. Nicht? Also wenn man möchte, ist er Teil der 68er Bewegung oder seine Rezeption ist Teil der 68er Bewegung. Und das ist natürlich eine alte Geschichte, das müssen wir ehrlicherweise zugeben. Dann ist er in den 80er Jahren durchaus rezipiert worden, in der kritischen Sozialarbeit, in der kirchlichen Basisarbeit, in bestimmten Sektoren. Da ist er populär geworden. In jenen Sektoren, die entweder irgendwie mit kritischem Christentum geliebäugelt haben, welcher Konfession auch immer, oder mit einem offenen Marxismus, weil er ist ein nicht dogmatischer Marxist. Er ist ja absolut sowjetkritisch gewesen. Und er war auch kubakritisch, er ist auch in Kuba nicht rezipiert worden, erst nach seinem Tod, weil die kubanische Regierung hat die Sicht gehabt, wir haben unsere Alphabetisierung vor Freire gemacht, also die hatten eine sehr erfolgreiche, intensive Alphabetisierungskampagne, die nicht so stark auf Dialog setzt, also sehr wirksam war, alles in Ehren, aber nicht freirianisch. Und da merkt man schon ein bisschen auch, wo er auch zwischen den Stühlen sitzt. Und dann kommt 1989, 90 und damit sozusagen der Zusammenbruch dieses globalen zwei Logiken, dieser Blöcke-Konfrontation und bei allem, was daran positiv ist und zu begrüßen ist, man überwindet und vergisst diese Geschichten. Paulo Freire gerät wie viele andere kritische Denker in Vergessenheit. Ne? Und gerade in post-sowjetischen Staaten, in postmarxistischen Staaten, also deshalb Albanien, das wundert mich gar nicht. Ich bin einmal eingeladen worden nach Slowenien. Und das war schon spannend, was die mir auch versucht haben zu erklären, wieso Freire bei ihnen kein Thema ist. Nicht? Aber die sind eigentlich, haben sie darauf auch rekurriert, nicht? Dass sozusagen nach dem Ende des Tito-Systems, also sozusagen alles, was nur unter Verdacht geraten könnte, damit zu tun zu haben, was ja meistens auf Unkenntnis der Texte beruht, weil eben Freire ja nichts mit dem Sowjetmarxismus zu tun hatte, eben ad acta gelegt wird. Das große Neue ist das liberale Denken, alles, was Freiheit bringt und Individualität und ja, Warengesellschaft auch, das ist gut. Und da gibt es in der Pädagogik ja viele Angebote und auch in der sozialen Arbeit. Ne? Also die Individualisierung der Ansätze auch in der sozialen Arbeit, die gibt es halt einfach nicht. Oder dass man sozusagen auch kundenorientiert und sozusagen einfach einen anderen Paradigma folgt, nicht? Und eine Verbetriebswirtschaftlichung der Logik des Systems auch vertritt. Ja, und dann kommt noch eine Dimension dazu, nämlich der Zentrismus. Also wir sind halt in unserem Breitengraden auch unglaublich eurozentrisch und schreiben uns sehr viel Universalismus zu, gern, oder und der aber nicht gegeben ist. Also es ist generell schwierig, dass Intellektuelle aus dem globalen Süden rezipiert werden und dass Paulo Freire der drittmeist zitierte Autor in den Sozialwissenschaften ist, und zwar laut Google Scholars noch, das ist eine Untersuchung aus 2018, glaube ich, war das, also sozusagen unsere Zeit,
Das kann man sich ja nicht vorstellen, nicht? Also wieso Paulo Freire? Also gut, Thomas Kuhn, die strukturwissenschaftliche Revolution ist Top 1. Also da kann man das schon alles ein bisschen mehr einordnen, wenn man den kennt, nicht? Aber Freire Top 3, das ist unglaublich. Ja? Und ich erlebe schon die Strukturen als so stark verändert und sozusagen anti-emanzipatorisch strukturiert, dass es ja nicht wundert, dass Freire nicht gelesen würde. Also es wäre ein eklatanter Widerspruch, wenn Freire präsent wäre und gelesen wird und zelebriert wird unter diesen aktuellen herrschenden Verhältnissen. Nicht? Also dann würde entweder Freire missverstanden werden oder die Verhältnisse wären anders. Also was ich sehr begrüßen würde im Übrigen. Findet Freire jetzt, Sie sind in Wien, Sie sind auch tätig an der Universität. Gehört das zum Plan, dass man über Freire nachdenkt, wenn man Sozialwissenschaften studiert? Nein, also zu einem Lehrplan gehört das gar nicht. Also wir hatten das Glück, oder ich hatte das Glück, dass ich heute eine Vorlesung anbieten konnte, eine Ringvorlesung, Bildung für Befreiung mit einer Kollegin gemeinsam. Es war sozusagen die Weiterentwicklung einer Vorlesung zu Bildung und Entwicklung. Ich bin tätig am Institut für internationale Entwicklung der Universität Wien. Also da haben generell kritische Inhalte mehr Platz, aber auch Paulo Freire ist sogar dort ein bisschen fast zu exotisch. Also ich kann das halt in meinen Lehrveranstaltungen machen, weil es eine Lehrfreiheit gibt. Aber darüber hinaus sind es weniger, die Freire überhaupt kennen. Nicht? Also, und dann kommen halt sozusagen die sich für Autoren aus dem globalen Süden interessieren. Da kam halt dann jetzt Homi Bhabha oder also Orientalismus-Zugänge und dann die postkolonialen Autoren und jetzt die dekolonialen Autoren. Das wird sozusagen aktuell rezipiert, aber Freire ist dann sozusagen alt und tot und weißer Mann. Und sozusagen die Klassiker, auf die in unserem Studium zurückgegriffen wird und was eh schon kritisch ist, ist aus der Dependenztheorie oder Weltsystemtheorie Immanuel Wallersteins. Und da muss man eh schon dankbar sein, wenn einem das nicht verboten wird. Aber also schockierender fast finde ich auch am Institut für Pädagogik, dass in Wien Freire einfach keine Kategorie ist und da eigentlich in der Regel nichts angeboten wird. Also ich höre manchmal von einzelnen Lehrangeboten, aber das sind Zufälle einzelner Lehrende, die sich halt damit beschäftigt haben und das machen. Aber sozusagen jetzt strukturierterweise kommt er nicht vor und symptomatisch war auch, wie wir die Anfrage an den Verlag gestellt haben, also das war Rowohlt, ne, ob dieses Buch wieder gedruckt wird, die sind ja vergriffen, war die Antwort, dass sie das nicht für kommerziell tragfähig halten. Und dass das vielleicht eine sehr eingeschränkte Community interessiert, aber ja, das geht für sie nicht. Und sie müssten eh die Rechte neu beantragen und alles ist so kompliziert. Also das ist nicht so up to date, nicht? Also da ist es kein Wunsch. Aber auf Französisch, die meisten Schweizer können ja, lernen das ja, ist eine neue Übersetzung erschienen und La Pédagogie des Opprimés mit einem sehr guten, ausgezeichneten Vorwort, das kann ich auch herzlichst empfehlen, von die Irène Pereira, die in Paris am Institut Paulo Freire Bell Hooks Institut, also die sozusagen Paulo Freire verbindet mit der feministischen Theorie, also Bell Hooks hat Paulo Freire intensiv rezipiert und um die feministische Dimension ergänzt. Also die haben das herausgegeben in einem kleinen Verlag, also es wird jetzt auch kein Bestseller werden vermutlich, aber es ist vielleicht interessant für einige eurer Studierenden, genau, 2021 frisch erschienen, überarbeitete Übersetzung. Ja, die Frage super. War, wieso Freire nicht so stark rezipiert wird. Ja, ich wusste das nicht, dass er auch in Frankreich so, also dass Feministinnen ihn quasi weiter gedacht haben. Das ja, also es gibt einige Kritiken an Freire zu seinen blinden Flecken. Also die in gewissem Sinn berechtigt sind. Gleichzeitig habe ich manchmal das Gefühl, bei den Kritiken ist eine Enttäuschung, die mitschwingt, dass es nicht der Messias ist, der eh alles abdeckt. Nicht? Also was ja Freire immer gesagt hat, hey, also Freire gab ein Interview nach dem anderen, wo er sich selbst kritisiert hat und gesagt, ich habe das nicht bis zum Ende überlegt oder ich war damals nicht radikal genug oder der Begriff Bewusstseinsbildung, den verwende ich nicht mehr, der gefällt mir nicht, der wurde missbraucht, der ist missbräuchlich, der ist unklar. Also sehr bewundernswert, also wie viele Intellektuelle kritisieren sozusagen ihr Hauptwerk über Jahre oder Jahrzehnte hinweg permanent.
Und ja, und trotzdem gibt es natürlich so Kritiken, die sagen, ja, also zu wenig sozusagen die Gender-Dimension, und das ist ja auch richtig, ja, wobei de facto dieses Nachdenken über Unterdrücker und Unterdrückte eigentlich die Matrix ist, gerade für die kritische Gender-Theorie, nicht? Um sozusagen emanzipatorische Theorien auch zu denken, und auf das baut Bell Hooks auf, nicht? Also die arbeitet einfach produktiv damit weiter. Oder Dimension der Tierethik oder der Ökologie, das hat auch Freire selber dann am Ende noch festgestellt, also dass er kein ökologischer Denker war, das war in seiner Zeit halt nicht so präsent oder nicht in seinem Segment. Man könnte sagen, der Bericht des Clapham Forums ist aber damals auch schon erschienen, nicht? Also, hat man doch gewusst, 1972, aber nein, das ist halt erst später, dass er geschrieben hat, das wäre wichtig, und das Instituto Paulo Freire in Sao Paulo hat also einiges zu Ecopolitico-Pädagogia entwickelt, also seiner ökopolitischen Pädagogik, Publikationen und Veranstaltungen gemacht. Das sind Leerstellen, aber gleichzeitig zeigt das immer wieder nur, man kann eigentlich mit dem Denken Freires ganz produktiv weiter tun. Also in dem Sinn, Reinventar, also neu erfinden, weiterschreiben, nicht an Buchstaben kleben und an den Formulierungen, die ja sowieso, die Übersetzung ins Deutsche ist anspruchsvoll und entspricht dem, was Studierende damals an Büchern der Frankfurter Schule gelesen haben. Also es ist ein bisschen dieses soziologische Deutsch der damaligen Zeit. Es hat also nicht die Poesie des Portugiesischen, und das liest sich sogar Französisch ein Stück weit anders als in der deutschen Übersetzung, nicht? Das ist dann, wird es ein bisschen leichter, ne, zu verstehen. Also Übersetzungen sind auch vergänglich und man muss das einfach weiterdenken und reaktualisieren. Das ist das Wesentliche. Fantastisch. Vielen, vielen Dank für diese. Ja, es ist bald vorbei. Ich glaube, wir reden jetzt schon eine Dreiviertelstunde. Ja, 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 ja. Ich kann immer Tage und Wochen reden über Freire. Ja, das ist doch fantastisch. Genau. Ich meine, Sie können einen abschließenden Gedanken noch formulieren. Das wäre super. Wir werden Sie live am 2. Februar nochmal antreffen. Das ist der Mittwoch, das ist mitten in dieser Studienwoche, werden diese verschiedenen Arbeitsgruppen dann auch Präsentationen kriegen von den Studierenden über Paulo Freire. Sie haben, alle haben auch Texte gelesen, die wir bekommen haben. Und dann werden Sie ein paar Fragen stellen und Sie werden live sicher eine Stunde dabei sein. Für das bedanke ich mich auf jeden Fall. Ich kann auch sagen, dass wir das dürfen. Wir haben auch die Freiheit der Lehre. Und für mich ist das natürlich eine unwahrscheinliche, schöne Geschichte jetzt auch mit Paulo Freire, diese Woche auch diese Gedanken zu leben. Ich bin überzeugt, dass auch diese Ausführungen und die Texte und die anderen Beiträge gehen genau in diese Richtung, dass man eben sich engagieren kann, dass man etwas machen kann. Oder wem man eben diesen Dialog sucht, wenn man diese Aktionen auch reflektiert. Das fand ich ein wunderschönes Bild, diese wunderbare Geschichte. Aber das Schlusswort haben Sie noch. Ja, danke. Danke für die Einladung und Einbindung in diese Woche. Ich schließe nochmal mit dieser Karikatur Freires, weil wir sind als kritische Intellektuelle, werden wir natürlich schnell pessimistisch und auch sehr traurig im Hinblick auf die herrschenden Verhältnisse und die Schwierigkeiten und die Ökonomisierung der sozialen Arbeit und der Lehre und der Universitäten. Und Freire stellt dagegen auch eine Pädagogik des Optimismus. Also deshalb auch vielleicht dieses fröhliche Bild dann nochmal zu Ende. Also Strukturen analysieren, Strukturen der Unterdrückung durchschauen, aber es geht immer ums Denunciar e Annunciar. Also Denunciar ist sozusagen diese Kritik, dieses Denunzieren, also dieses Ankreiden, was läuft alles falsch, aber dieses Annunciar, dieses Verkündigen, dieses Ankündigen, dieses Arbeit an der Utopie und durchaus auch mit einer gewissen Sinnlichkeit und Freude. In Lateinamerika ist das Feiern, die Festa, Fiesta, auch sehr wichtig und populärkulturell intensivst verankert. Also das möchte ich vielleicht noch zum Schluss mitgeben. Das darf auch Spaß machen, so nachzudenken. Und darf nicht zu kurz kommen. Und es ist natürlich immer in Online-Formaten ein bisschen eine Schwierigkeit, dann, wenn man den informellen Teil nicht hat. Also wir werden einander wiedersehen und wir werden gemeinsam tanzen und uns umarmen.
und unsere, ja, unsere Möglichkeiten, unser menschliches Potenzial auch zur Gänze ausleben können, auch in sinnlicher Form. Ja, und damit vielen Dank und ich freue mich auf das Gespräch dann bald, Anfang Februar. Vielen, vielen Dank.